Ich zeige dir, wie du so einen gigantischen Klavierlauf spielen kannst, wo du richtig perlend über die Tasten fliegst, und zwar einmal in Dur und einmal in Moll. Bevor ich das tue, aufgepasst, bleib heute unbedingt bis zum Ende dran, denn ich habe eine Premiere für dich. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet im Petto heute. Wenn du Bock drauf hast, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Arpeggio in Moll. So, ich zeige dir jetzt ein Arpeggio in Fis-Moll. Fis-Moll ist die Moll-Parallele von A-Dur, deshalb drei Kreuze. Das Erste, was ich gerne tue, ist ein Bassfundament zu legen mit den Grundtönen als Oktave, sprich Fis und Fis. Ja, das kannst du einfach so anschlagen und dann ein Pedal halten. Ja, dann wummert das schon mal schön mit. Dann wechsle ich eine Oktave höher und spiele noch einmal Fis, Cis, Fis. Also Grundton, Quinte, Oktave. 5, 2, 1. Das ist fast der erste Teil. Also noch einmal. Bassfundament, Grundton, Quinte, Oktave. Und jetzt am Ende machst du noch einen Übersatz mit deinem zweiten Finger auf das Gis. Das Gis ist die None. Ja? Jetzt passt du auf, dass du nicht sowas hier machst und irgendwie deine Hand drehst, sondern dass du schön mit der Handfläche, ja, über den Daumen kommst. Ja? Und das Gis spielst, ja, das muss wirklich geschmeidig funktionieren. Also nochmal, Bassfundament. Ja. Allein diese Figur kannst du schon auf all deine Pattern und Arpeggios übertragen. Bassfundament, Grundton, Quinte, Oktave, None. Das ist das Erste. Lass uns weitermachen mit der rechten Hand. Wenn wir jetzt hier angekommen sind, dann spielt meine rechte Hand das A, das ist die Mollterz, dann unsere 11, ja, das ist das H, die Quinte, das Cis, das hatten wir gerade schon in der linken Hand, und noch die kleine 7, ja, die Septim, das E. Und wenn ich das jetzt mal zusammenspiele, dann siehst du, das ist also ein Fis-Moll-9-11-Akkord. Ja? Ich spiele nicht so gerne reine Moll- oder Dur-Akkorde als Arpeggios, sprich sowas hier. Klingt immer recht klassisch. Ich möchte dem Ganzen immer so ein bisschen Zauber hinzugeben. Und da macht das natürlich Sinn, solche Optionsakkorde zu spielen. Sprich, als Pop-Pianist weiß ich einfach, dass ein Fis-Moll-9-11-Akkord wunderbar klingt. Also nochmal. Bassfundament, Grundton, Quinte, Oktave, None und dann Mollterz, 11, das H, Cis, noch einmal die Quinte und das E, die Septim. Ja? Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, die Übergänge zu üben. Sprich, wenn ich hier hochkomme und das Gis spiele, weiß ich, dass im nächsten Moment der Daumen ohne Unterbrechung anfängt, das A zu spielen. In dem Moment, wo ich das A spiele, setze ich mit meiner linken Hand schon rüber, meinem dritten Finger aufs Fis, ja, und mit meinem zweiten aufs Gis, denn dort spiele ich gleich weiter. A, H, Cis, E. Und spiele ich weiter. Fis, Gis. Also noch einmal. Ich spiele das Gis. Jetzt, wo ich das A spiele, gehe ich links direkt rüber. Ja, das muss wirklich so eine Wechselbewegung sein, dass ich gleich ohne nachzudenken mit links weiterspielen kann. Ja? Wenn ich jetzt weiterspiele mit links, geht meine rechte Hand unten drunter. Ja, ziemlich zügig und es schwebt schon mal über dem A. Wenn ich dann das Gis gespielt habe, geht es wieder weiter mit rechts. Gleiches Spiel, ich setze wieder super schnell rüber. Unten drunter her. Und komm dann hier an. Das übst du wirklich langsam. Du siehst, wie gezielt und kontrolliert sich meine Hände bewegen. Ich weiß also ganz genau, bei welchem Ton ich welche Hand und welchen Finger wohin bewegen muss. Das ist essentiell, damit du am Ende wirklich so perlend spielen kannst. Du darfst nicht mehr drüber nachdenken. Das heißt, die Übergänge, da dürfen keine Brüche entstehen. Okay? Also genau klar machen, wann muss ich wohin setzen und das langsam üben. Das nochmal nicht allzu schnell mit dem Bassfundament spielen. Ja.
du kannst auch hinterher, wenn es dann besser klappt, schneller werden, während du spielst. Sowas zum Beispiel. Oder direkt dann schnell spielen von Anfang an. Oder sogar, wenn du am Ende angekommen bist hier oben, rückwärts zurückspielen. Wie funktioniert das? Ich gehe einfach die Töne rückwärts zurück. Fünfte, dritte, zweite, erste, also E, Cis, H, A. Und jetzt nehme ich immer den Fingersatz 3, 2, 1 und spiele die Töne, die ich auch hochgespielt habe. Siehst du das? Und da spiele ich vielleicht hier unten bis zum A. Ja, und das nochmal das Gesamtpaket spielen. Wir kommen hier oben an und jetzt zurück. Ich halte immer das Pedal gedrückt. Ja. Ich vielleicht am Ende nochmal so eine Oktave nachdrücken. Okay. Lass uns weitermachen mit dem Dur-Arpeggio. Und zwar kann ich dir schon sagen, dass sich für links absolut nichts änderst. Du hast weiter deine Fis-Oktave, dann den Grundton Fis, die Quint, die Oktave und übergesetzt auf die None. Okay? So, warum ändert sich links nichts? Weil wir hier weder Dur noch Moll haben. Ja, das heißt, die Moll- und Dur-Terz tauchen hier gar nicht auf. Passiert jetzt aber rechts. Rechts hatten wir gerade gespielt, das A. Das war die Moll-Terz. Jetzt spielen wir in der rechten Hand sowas hier. Ja, wir haben nicht mehr die Moll-Terz, sondern die Dur-Terz. Das ist dieses A-Is. Die Quinte bleibt weiterhin bestehen. Die hatten wir gerade auch schon. Und jetzt wechsle ich das H. Ja, das war ja unsere 11 aus mit der 13. Ja? Wenn ich die 13 hier habe, beziehungsweise jetzt wird noch 6 angezeigt. 13 wird es erst, wenn ich gleich meine Major 7 dazu nehme, nämlich das E ist. Dann ist mein Dis die 13. Wie das genau funktioniert mit der Zählerei, lass dich da nicht verwirren. Das können wir gerne mal im 1:1 Online-Piano-Coaching klären. Das wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Versuch das ein bisschen nachzuvollziehen, dass wir immer über die Oktave hinausrechnen. Gerade im Pop- und Jazz-Bereich, ja, um solche coolen Voicings, ja, zu kreieren. Und noch einmal, Grundton, Quinte, Oktave, Übersatz auf die None. Dann kommt mein A ist dazu, die Dur-Terz, nochmal die Quinte, die 13 und dann die Major 7 und dann ist der Akkord komplett. Und dann kannst du dir natürlich auch hier wieder klar machen, wann der Übersatz kommt. Ja, immer klar machen, dass keine Brüche entstehen. Ja, einmal etwas schneller. Immer schön das Pedal halten. Und dann hast du ein wunderbares Ende, ob in Dur oder in Moll. So, ich habe dir ja eine Premiere versprochen und dazu möchte ich jetzt kommen. Ich hatte nämlich die Ehre mit Christoph von Musikfame, mein allererstes Interview überhaupt zu führen. In dem Interview wird es darum gehen, wie ist eigentlich Marcel von Modern Music privat? Was hat es mit Modern Music auf sich? Und ihr kennt mich ja hier immer als Pop-Piano-Coach, wo ich euch in kleinen, coolen Tutorials Dinge beibringe. Im Interview wird es mal ein bisschen um den Background gehen, um mich als Person. Wenn du da Bock drauf hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir das Interview anschaust. Den Link dazu findest du direkt hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Wenn du weitere Arpeggios lernen möchtest, schau dir unbedingt dieses Video an. Wenn du heute was gelernt hast, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.